Hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video bei Spiel mit mir Apps und Games. Und heute wird es mal wieder Zeit für Clash Royale. Heute zocken wir einfach mal so, ohne einen besonderen Hintergrund, kein besonderes Thema. Wir wollen heute nur ein bisschen kämpfen, aber vorher noch ein paar Truhen öffnen, die wir uns hier verdient haben. Oh, unser Kobold. Und Sperrkobolde können wir aufbessern oder verbessern. Wir haben noch ein paar Gratis-Truhen. Da kommt jetzt nichts Besonderes raus. Die öffnen wir selbstverständlich trotzdem. Oh, auch unsere Kobold-Hütte, aber die nutze ich noch gar nicht. Oh, okay, alles klar. Wir öffnen schon mal die hier, machen die bereit. Aber wir wollen heute ein bisschen kämpfen. Wir schauen uns unser Kampfdeck an. Wir haben unseren Prinzen auf Level 2 mittlerweile. Den Mini-Packer auch auf Level 2. Den können wir jetzt, die Sperrkobolde verbessern wir mal gerade ganz schnell. Yep. Alles klar. So, und hier seht ihr unser Deck und unsere Kartensammlung. Wir haben diesmal durchschnittliche Elixierkosten von 3,5. Ich denke, das ist ein guter Wert. Da sollte es ungefähr sein. Und wir spielen einfach mal. Wir sind noch in der Arena 1. Wir hatten ja letztens eine Magietruhe geöffnet. Falls ihr das Video nicht geschaut habt, einfach mal oben rechts jetzt klicken. Da seht ihr das. So, und da kam auch der Prinz raus. Und da hinten wird jetzt gleich der Riese kommen. Deswegen schicken wir da mal ein paar Kräfte hin. Denn der kann nur Gebäude angreifen. Der Prinz ist da klar im Vorteil, denn der kann auch bewegende Ziele angreifen. Und schaut euch mal die Kraft des Prinzen an. Da ist schon der erste Turm weg. Ganz stark. Und auch der Riese ist weg. So, hier links schicken wir mal einen Ritter Level 4 hin. Sollte eigentlich kein Problem sein. Oh, da ist eine Skelettarmee, sehr gefährlich. Aber ich weiß schon, wie ich die hier kriegen werde. So, das ging relativ fix. Kein Problem. So, wir warten jetzt erstmal ein bisschen. Und ich habe meine eigene Taktik ein bisschen aufgeschmissen. Normalerweise soll man ja warten oder warte ich, bis die Elixierkosten voll sind. Diesmal aber nicht. Aber ich habe jetzt eine andere Idee. Wir schicken jetzt direkt den Prinzen vor. Denn wenn wir den Königsturm angreifen, ist das Spiel vorbei, das wisst ihr ja. Lassen wir den Riesen mal da vorne links. Denn der Prinz macht den Arena-Turm ganz schnell fertig. Den Königsturm. Schaut euch das an. Keine Chance. Gar keine Chance. Wir haben noch nicht mal einen Turm verloren in diesem Live-Kampf. Sehr, sehr gut. Der Prinz macht da natürlich sehr, sehr viel aus. Das Prinz-Deck. Sehr, sehr cool. Okay. Wir sammeln auch für die Kronentruhe gleichzeitig und kämpfen mal weiter. Ein paar Live-Kämpfe für euch. Arena-Kämpfe, random Arena-Kämpfe. So, jetzt warten wir aber mal ein bisschen. Vielleicht gehen wir jetzt mal ein bisschen taktischer vor und warten, was unser Gegner spielt. Alles klar. Und den Prinzen schicken wir mal auf die andere Seite. Der Prinz alleine wird das schon regeln. Oh! Das ist natürlich nicht so gut. Eine Skelettarmee, gute Verteidigung, deswegen direkt das Drachenbaby dahin. Denn die Skelettarmee kann keine Ziele in der Luft angreifen. Wir schicken den Mini-Packer auch mal nach links. Auch eine sehr, sehr starke Karte, muss ich sagen. Sperrkobolde mal vielleicht ein bisschen weiter weg. Oh, und da kommt Kobolde, glaube ich. Level 6 alle. Das ist ein sehr, sehr guter Angriff gerade gewesen. Ein Turm schon fast weg. Wir schicken mal schnell einen Ritter hier hin. Aber ich glaube, der Turm ist gleich weg. Deswegen schicken wir hier nochmal einen Ritter hin. Greifen gleichzeitig den nächsten Turm an. Und hier mal einen Bomber. Bomber ist gegen die Skelettarmee sehr, sehr effektiv, weil er gleichzeitig paar Ziele angreifen kann. Und wir haben den ersten Turm verloren. Nicht gut. Warten wir mal ab, was der Gegner machen wird. Okay. Der Riese. Schicken wir Pass Sperrkobolde hin. Der Mini-Packer soll mal den Turm hier vorne fertig machen. Das ging relativ schnell. Aber der Riese greift hier vorne an. Oh, und da kommen wieder schon. Ah, dieser Kampf könnte ein bisschen kritisch werden für uns. Wir brauchen mal wieder einen Prinzen in unserem Kartenstapel. So, den
Prinzen, den schicken wir jetzt auch mal sofort weg. Auch wenn der Mini-Packer hier unten angreift. So, 60 Sekunden verbleiben, das heißt zweimal Elixier. Oh, 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 oh. Das war knapp. Schicken wir mal schnell hier vorne was hin. Und hier noch ein Bomber. Das wird echt kritisch. Ich glaube, ja. Das war's. Den Live-Kampf haben wir verloren. Nicht stark. Nicht sehr stark. Ihr merkt, ich bin noch Noob. Wir versuchen es aber weiter. Das war's selbstverständlich noch nicht. Ich gebe mich so noch nicht zufrieden. Deswegen geht es weiter. So. Jetzt mal ein bisschen motivierter, Khan. Wir warten jetzt erstmal, bis wieder die Elixierpunkte voll sind. Warum denn so sauer? So, Mini-Packer, Sperrkobold und Bogenschütze, weg mit euch. Diesmal ganz nach vorne. Die können auch von Weitem angreifen. So, der erste Turm ist weg. Prinz auf die andere Seite. Und ich kann mir schon denken, dass der jetzt über diese Flanke kommen wird. Ja, war klar. Oh, der Prinz greift mal ganz schnell den anderen Turm an. Das Gefühl, das wird was in diesem Kampf. Yes, 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 yes! Zwei Türme sind schon weg, Leute. So, ganz schnell. Oh, 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 oh. Bei mir ist aber auch ein Turm schon weg. Schnell Sperrkobolde hier hin. Und hier vorne angreifen. So, ein Mini-Packer. Pika. So, und wir warten noch auf den Prinzen. Yes! Das wird was, das wird was, das wird was! Schicken wir mal einen Feuerball dahin. 94 noch. Ja, das sollte klappen. Das sollte gleich mal klappen. Schnell noch eine Bombe werfen. Los! Das war nichts. Yes! Gewonnen! So, Kampf vorbei. Wir haben nur einen Turm verloren. Dafür aber drei zerstört. Und ihr merkt, wir sammeln für die Kronentruhe noch einen Sieg. Und dann haben wir auch die Kronentruhen erobert für uns. Und wir warten mal ein bisschen, bis wir 9 haben, denn ich will den Prinzen und das Drachenbaby wegschicken. Diesmal hinterm Turm. So, Prinz. Ritter auf der anderen Seite und auf jeden Fall Bomber. Sehr gut. Das sieht doch gut aus. Der erste Turm ist schon weg. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Yes. Erste Turm weg. Geh mal schnell einen Mini-Picker hin. Yes. Sperrkobolde gegen den Riesen. Wir warten auf unseren Prinzen mal wieder. Meine Lieblingskarte. So, der Riese kommt noch nicht mal zu seinem Ziel. Und wir schicken auch einen Prinzen mal vor. Mit dem Mini-Packer. Eine unglaubliche Angriffskraft. Schaut euch das jetzt mal an. Wie schnell dieser Königsturm jetzt weg sein wird. Ein sehr, sehr schneller Kampf. Yes! Ich sag doch, die Prinzenkarte macht unglaublich viel aus auf diesem Level noch. Die haben wir durch die Magietruhe erhalten, die wir uns gekauft hatten. So, und auch die Kronentruhe können wir öffnen, Leute. Ja, eine Ritterkarte und für den Riesen. Ich mag den Riesen eigentlich auch. Oh, Bomber. Ganz, ganz wichtig. Dem Bomber haben wir genügend Gold. Yes. Ganz, ganz wichtig, der Bomber. Besonders gegen die Skelettarmee kann der sehr, sehr viel ausmachen. Besonders in diesem Level. So, wir haben den Riesen. Den können wir aber jetzt nicht verbessern. Die anderen möchte ich jetzt nicht unbedingt verbessern. Da warten wir noch. Unser Deck soweit, unser Kampfdeck relativ ausgeglichen. Wir haben drei Karten auf Level 4, zwei Karten auf Level 3, zwei Karten auf Level 2 und eine Karte auf Level 1. Ja, für den Prinzen was zu bekommen ist sehr, sehr schwierig, Leute. Ich hoffe, ihr hattet heute Spaß bei den
Random-Kämpfen. Einfach mal ein paar zufällige Live-Kämpfe für euch. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wir sehen uns beim nächsten Mal, Leute. Und wenn euch das Video gefällt und Clash Royale, dann einfach Daumen nach oben, wenn es euch gar nicht gefällt. Daumen nach unten. Aber trotzdem Abo dalassen für tolle neue Apps, damit ihr keine mehr verpasst. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao!